Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde sagen, mehr Präsenz der CDU im parlamentarischen Kontrollgremium beim letzten öffentlichen Sitzung waren Sie ja mal wieder nicht da. Würde vielleicht auch zu der Erkenntnis führen, dass das Thema Salafismus eines der Hauptthemen unserer Sicherheitsbehörden, des Verfassungsschutzes, aber eben auch der Polizei hier in Nordrhein-Westfalen ist. Und vielleicht beteiligen Sie sich einfach mal an den Debatten in den Fachgremien des Landtags und reden dann vielleicht hier auch noch mal ein bisschen anders, ein bisschen differenzierter über das Thema. Weil ich glaube schon, dass wir die differenzierte Debatte über das Thema brauchen. Und darüber sind wir uns einig, dass wir hier in der Tat ein großes Problem haben und dass das Vorhaben einer radikalisierten Gruppe, einen Teil unserer Gesellschaft, und zwar junge Musliminnen und Muslime, durch vermeintliche Sittenwächter kontrollieren zu lassen, einen fundamentalen Angriff auf die freiheitlichen Werte unserer Gesellschaft darstellen. Und unsere Gesellschaft zeichnet sich eben gerade durch diese Werte und Grundrechte aus. Und dazu gehört eben auch, dass junge Menschen, egal welche Herkunft, egal welchen Glauben, selbstbestimmt entscheiden können, ob sie abends feiern gehen, ob sie Bier trinken, ob sie in der Disco tanzen gehen. Und maßgeblich dafür ist die deutsche Gesetzgebung aber nicht die Regeln von selbsternannten Tugendwächtern. Und jede Versuche, den Rechtsstaat hier zu unterlaufen, Menschen einzuschüchtern, dürfen wir als Gesellschaft nicht dulden. Und deshalb war die Klarstellung des Innenministeriums hier an der Stelle, was das Tragen dieser Westen angeht, dass es sich hier um Verstoße gegen das Versammlungsgesetz und das Uniformverbot angeht, richtig. Und das konsequente Handeln der Polizei in Wuppertal hat ja auch dazu geführt, dass diese Aktion relativ schnell auch unterbunden werden konnte. Und das ist auch gut so. Der Salafismus ist die am schnellsten wachsende verfassungsfeindliche Bestrebung in Deutschland. Bundesweit ungefähr 6.000 Anhängerinnen und Anhänger. Auch das noch mal wichtig. Es sind auch Frauen darunter. Auch das müssen wir in der Debatte mit einbeziehen. Es sind noch mal andere Bedarfe, andere Ansprachen auch notwendig. Es sind nicht nur junge Männer, es sind auch Frauen. In Nordrhein-Westfalen ungefähr 1.800 Personen in dieser salafistischen Szene. Aber eben nicht nur in Deutschland, sondern es ist ein europaweites Phänomen. Die Europäische Kommission hat schon Anfang des Jahres gesagt, dass seit 2012 etwa 2.500 gewaltbereite Salafisten nach Syrien ausgereist sind, um dort zu kämpfen. Davon ungefähr 130 Personen aus Nordrhein-Westfalen. Und was auch noch mal wichtig für die Diskussion ist, mittlerweile reisen diese gewaltbereiten Salafisten ja nicht nur nach Syrien aus, sondern eben auch weiter in den Irak. Und was das heißt, welche Anziehungskraft dieser Irak-Konflikt wiederum auf die salafistische Szene in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, in Europa hat, das können wir, meine ich, zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wirklich beurteilen, noch gar nicht wirklich heraussehen. Und deshalb ist diese Auseinandersetzung darüber hier auch so wichtig. Wenn ein Teil der Rückkehrer zurückkommt oder wenn Rückkehrer zurückkommen, die geschult sind im Umgang mit Waffen, die Kriegshandlungen miterlebt haben, traumatisiert sind, verroht sind. Und das verbunden, das finde ich hier auch noch mal wichtig, das sind ja nicht nur die Kampfhandlungen, sondern es ist verbunden mit einer Ideologie, die von Menschenverachtung geprägt ist, die antidemokratisch ist und deshalb eben auch eine Gefahr für unsere Sicherheit hier in Europa und in Deutschland darstellen. Aber das muss man auch sagen, schon heute gibt es ja die Versuche und auch Möglichkeiten, Ausreisen zu verhindern, durch zum Beispiel den Entzug des Reisepasses. Die IMK hat ja eine Arbeitsgruppe eingerichtet zur Erarbeitung von weiteren Maßnahmen unter der Federführung von Nordrhein-Westfalen. Also so viel auch noch mal dazu, wir würden hier in NRW das Problem nicht sehen. Das stimmt einfach nicht. Auch bundesweit sind wir hier, meine ich, führend, was die Maßnahmen sowohl in der Repression als auch in der Prävention angehen. Allerdings, und das will ich hier auch ganz deutlich sagen, wenn wir über den Entzug von Reisepässen reden, dann finde ich, muss man hier auch klar sagen, es gibt hier hohe Hürden. Und es gibt hier zu Recht hohe Hürden, weil es natürlich Grundrechte einschränkt, weil es verhindert, dass Menschen ausreisen können. Und insofern sind diese hohen Hürden richtig. Und ich möchte hier auch noch mal mahnend sagen, wir dürfen uns von Salafisten, von Islamisten nicht einschüchtern lassen, nicht verunsichern lassen in unserer Gesellschaft. Und es kann nicht sein, dass jetzt schon wieder auf Bundesebene von Seiten der CDU Gesetzesverschärfungen diskutiert werden, dass voreilig die Grundrechte und Werte unserer Gesellschaft anscheinend über Bord geworfen werden. Weil genau das ist doch das, was Islamisten und Salafisten wollen, dass wir uns verunsichern lassen. Und das dürfen wir nicht zulassen. Wir dürfen nicht darauf hereinfallen. Und
Wir sind als Gesellschaft gefragt, unsere freiheitlichen Werte, die wir haben, mit Leben zu füllen. Und gerade diejenigen, die ansprechbar sind, die Potenzial, sich einfache Antworten auf komplexe Fragen suchen, dass wir gerade diejenigen stärken und schützen davor, dass sie auf diese Propaganda von Salafisten hereinfallen und dass wir sie für unsere demokratische Gesellschaft gewinnen. Und deshalb muss die Debatte auch darüber hinausgehen, über sicherheitspolitische Fragen. Wir müssen über Gesellschaftspolitik reden. Wir müssen jungen Menschen in dieser Gesellschaft eine Perspektive geben, dass sie nicht hereinfallen auf solche Ideologien, dass sie gesellschaftliche Teilhabe erfahren. Ich meine, es geht hier sehr viel um gesellschaftliche Werte. Es geht um die Frage, ob wirklich alle hier gesellschaftliche Teilhabe erfahren, ob es eine Anerkennung gibt oder ob wir nicht zum Teil auch Menschen hier ausgrenzen in dieser Gesellschaft. Ich glaube, das gehört zu der Frage dazu und ich finde, das sollten wir hier auch diskutieren. In Nordrhein-Westfalen, wo ich lebe hier und ich lebe in dieser Gesellschaft und ich sehe, was in dieser Gesellschaft los ist. Und ich sehe auch, dass es immer wieder zu Ausgrenzungsversuchen kommt, gerade was junge Musliminnen und Muslime in dieser Gesellschaft angeht, was Diskriminierungserfahrungen in dieser Gesellschaft angehen. Und ich meine, dass wir darüber diskutieren müssen. Das ist keine Entschuldigung für salafistische Einstellungen. Es geht hier nicht, was zu relativieren oder zu entschuldigen. Aber man muss doch über die Ursachen sprechen, wenn man das Problem angehen will. Und so wie Sie das machen in der CDU. Und ich meine, so wie Sie das machen in der CDU, wenn jetzt hier geredet wird, man müsste deutsche Gesetze auf ihre Islamfestigkeit überprüfen, dann meine ich, ist das hochproblematisch. Es geht hier um eine Religionsfreiheit in diesem Land. Dazu gehören junge Musliminnen und Muslime, Muslime insgesamt. Und es kann nicht sein, dass diese Menschen ausgegrenzt werden, denn dann haben wir die Probleme, vor denen wir jetzt stehen. Und insofern ist Prävention und gesellschaftspolitische Diskussion so notwendig. Und da fangen wir ja auch an. Wir haben mit Wegweiser das bundesweit einmalige Projekt, Präventionsprojekt, ja schaffen. Im Übrigen das Bundesprojekt, diese Hotline Hartief, wird ja gerade abgeschaltet, muss man vielleicht hier auch noch mal an der Stelle sagen, dass wir hier offensichtlich auf nordrhein-westfälischer Seite sehr erfolgreich sind mit dem Präventionsprojekt, das wir gestartet haben. Und ich glaube, dass das der richtige Weg ist, gemeinsam mit den muslimischen Gemeinden daran zu arbeiten, dass junge Menschen eben nicht auf die salafistische Ideologie hereinfallen. Vielen Dank. Applaus